Es gibt grundsätzlich für die Studierenden zwei Wahlen. Das ist die Senatswahl und die Stura-Wahl. Der Stura vertritt die Studierenden, von Studierenden für Studierende und ja, setzt sich halt mit den Belangen auch an der Universität auseinander. An sich halt Interessenvertretung, Studenten, alles. 10, glaube ich, oder? 10? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte irgendwie sowas wie 10. Beim Stura hat man 10 Stimmen und man kann einer Person maximal 3 geben. Aber die Personen sind quasi kandidieren auf einer Liste. Die Listen mit den meisten Stimmen kriegen dann halt die Plätze. Und das Wahlsystem ist so, dass es faktisch so ist, dass es die 10 Listen mit den meisten Stimmen jeweils einen Platz kriegen. Das heißt, auch wenn du dreimal so viele Stimmen hast wie alle anderen Listen zusammen, kriegst du trotzdem einen Platz. Und für den Senat gibt es 4 studentische Plätze, also können 4 rein, Studierende.